Animal Pay. Und meiner Metal Mario Master. Ich glaube, wir müssen euch zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 3. Ja, wir sind hier gerade im Penta-Server. Was ist denn beim letzten Mal alles passiert? Wir haben ein paar Schlüssel gefunden in der Bücherei, hier in der Pfannenbahn und so. Und wir haben jetzt auch alle Juwelen gefunden. Ich hab einen Diamant besetzten Klumpen. Ja, weil wir vorhin offscreen nur eben beim Labor waren und die Juwelen abgegeben haben. Schön. Wir machen jetzt weiter. Gut. Oh, aber was hier noch so ist. Das sieht doch verdächtig aus. Wir wollen jetzt eigentlich gar nichts mehr suchen oder so, ne? Nein. Hey. Lob. Und zu kauen einfach runtergeschluckt. Oh, was? Oh, was? Ich bin gerade pünktlich gesprungen. Ich wurde gar nicht getroffen. Du wurdest nicht getroffen, Mann. Der cheatet. Ah. Ich cheate nicht. Ich wurde getroffen, ist klar. Ah. Gibt's doch nicht mehr. Ich bin fort, der Flabber-Typen. Ey, das muss ich mir jetzt hier nicht anhören hier. Nicht von dir, ey. Okay. Wir werden euch finden und euch umbringen. Auch wenn ihr schon tot seid. Vielleicht nicht in der Reihenfolge. Ist irgendwo noch ein Dicker, glaube ich. Da ist er. Ja. Hey. Jetzt ist er weg. Ey. Da ist er. Aua, du. Au, sie sehen, jetzt wurde ich getroffen. Was war das? Oh geil. Feuervoll. Ja. Komm mal da rein. Warte. Geld abgrasen. Bevor wir da haben, bevor wir irgendwas überstürztes tun. Ah! Da ist eine Bombe drin! Warum war da eine Bombe drin? Sieht man nicht. Vielleicht kann man die Augen pflanzen. Machen wir uns einen Bombenbaum. Okay, jetzt steck ich rein. Ja. Ich weiß, was da reinkommt. Boah, ist das ein Da kommt der hier rein. Der Grüne. Warte mal. Da kommt noch ein. Boah. Ja, einen lilanen. Ja, wenn ich jetzt auch nur einen hätte, dann. Warte mal, hab ich doch. Einen blauen. Deck. Lila, blau, gelb und grün. Moment mal, war der eine nicht rot gewesen? Oder nicht? War jetzt ein Ziel weg. Ah. Guck mal da. Hallo. Ich hab Gesicht. Sieh mal einer an. Ich hatte wirklich gedacht, dass du das schaffst. Ich hatte dich vor ein Angsthase gehalten, da würde ich jetzt wirklich voll Überraschung haben. Du hast mit deinem komischen Staub sogar mein Hotel geplant und mir mein gesamtes Personal weggefangen. Ja, das ist noch nicht gut. Hast du mir auch noch meinen geliebten Schutz weggenommen? Mein süßes Polterkätzchen. Das ist alles kein bisschen nach Plan gelaufen. Wow! Das mach ich dich platt. Oh mein Gott, bist du hässlich. Sieg
Wie konnte es dir nur gelingen, dich König Bruce Plan zu ersetzen? Du warst zugelassen, dass ich dich in ein Gemälde banne, hätte König Boo mich mit Lob für meine Genialität überschüttet. Aber stattdessen habe ich wegen dir alles verloren. Oh, nee. Sollen wir dann zur Tat schreiten? Ich werde dich wohl selbst erledigen müssen, so werde ich König Boos Vertrauen in mich sicherlich zurückgewinnen können. Bist du bereit, Luigi? Gib dir ein bisschen Mühe, diesen Kampf vernünftig für mich zu gestalten. Na, komm her. Dann holen wir sie uns mal. Ach ja, übrigens, hier gibt es keine Heilung. Und ich muss dir helfen, indem ich unten, weil du kannst nicht durch die Laser gehen. Du musst warten, bis sie ihren. Ja, jetzt kannst du sie angreifen. Sie wird versuchen, dich in den Laser reinzuziehen. Aber ich kann dir von unten helfen. Macht der mir kaputt, okay? Macht man da unten, ne? Ja, ich unterstütze dich hier von unten. Lauf einfach. Einfach laufen. Nee, lauf davon. Nicht den hin. So. Ja, ich bin da unten. Ja. Orange ist. Ja. Aber ich komme da jetzt gerade auch nicht weiter. Immer genug Goldkorn, da kann er nicht schief gehen eigentlich. Ja. Das Problem ist, nach einer Zeit gehen auch die Laser wieder an. Ja, super. Jetzt, das ist deine Chance. Die zieh ich jetzt aber da rein. Oh Gott. Ich muss loslassen. Dann wäre ich schon wieder getroffen worden, ne? Das Problem ist, selbst ich habe da unten auch teilweise zu kämpfen. Oh ja. Weil sie will nämlich da unten durch mein Gebiet mit Wasser fluten. Okay. Weil alleine ist das wesentlich schwieriger. Man muss auch Multitasking machen. Ja, kann jeder irgendwie. Ja, hier ist er. Machen. Ja, genau. Ich kann dich nämlich von unten unterstützen, während du da oben die Arbeit machst. Oh, sehr gut.
konnte nichts machen. Da unten war Wasser. Ja. Ach, nee. Warte. So, denke drei Laser sind weg. Ja, nur für dich. Komm, mich. Willst du mich auf den Arm nehmen? Bleiben aber eine lange Zeit irgendwie aus der Nacht. Ja. Hey, du musst überspringen. Oder doch nicht. Oder geht schon raus. Ja. 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 Oh oh. Nein, nein. Was holst du dir? Ah, Kollege von mir spielt Pokémon-Schwert. Cool. Was? Jetzt muss irgendwie versuchen, auf die andere Seite zu kommen. Ich gebe dir Unterstützung, keine Sorge. Hier sind doch viel Spaß. Ja, weiter so, weiter so. So, ich glaube, jetzt dürfen wir noch. Warte, ich werde eben den gelben Laser für dich deaktivieren. Oh, das war knapp, ey. Oh Gott. Nein! Wo ist sie? Da ist sie! Komm her. Ich hab sie! Moment! Im Schwimmer. Ich hab sie nicht gesehen, die war dahinter. Ja, was soll's. Schön. Okay, bleibt nur noch einer übrig. Ja. Aber wir sollten gleich nochmal zum Labor zurückkehren, um den Geist abzugeben. Wow! Mario! Oh yeah! Yeah! Way to Mario. Go! Mario! Ah, schön, was? Wer bist du? Come on! This way! This way! Let's go! Es fehlt ja noch jemand! Come on. Oh yeah! Ich soll mir ja gerade die Show stellen, aber. Mario? Oh. Okay. Bevor wir weitergehen, sollten wir mal eben zum Labor zurückkehren. Ah, los, klar. Folge Mario. Weil es fehlt ja noch jemand. Ach, was? Ich weiß nicht, wen der meint. Meinst du nicht? Ja, ich hab keine Ahnung. Können wir uns mal. Ja, können wir mal unsere Geister ansehen.
Da. Ah. Und die Katze auch. Ah, geil. Die Katze kommt einfach nicht klar. Wir wissen ja alle, für wen der letzte Posten da ist. Ja. Jetzt gibt es nämlich noch ein kleines Problem. Warte. Wenn wir in die nächste Tür gehen, kommen wir nicht mehr zurück. Okay. Dann gehen wir mal rein. Ja. Ich glaube, hätte man noch was anderes zu erledigen gerade. Ich glaube auch nicht. Ich meine, wir haben alles gefunden, wir sollten weitergehen. Ja. Hör mal rein. Ich empfange Signale einer ungewöhnlichen Präsenz hinter dieser Tür. Luigi, bist du bereit, da hineinzugehen? Oh ja. Gut, mehr Ratschläge habe ich nicht. Ich wünsche dir alles Gute, Luigi. Sei vorsichtig und... Huch! Was? Oh nein! Nein! Okay. Aber Mario steht ja, stand doch gerade da hinten. Was machst du? Ich will kaputt machen. Haben wir überhaupt eine Karte? Boah. Ja, Mien, der hat dich erschreckt, ey. Hast du das gesehen? Ja. Mario, chill mal ein bisschen. Aber Mario steht doch direkt da. Ja, guck mal, so als könnte Luigi mich auch so was machen. Wollte ich gerade sagen. Aber ich kann auch höher springen als du, Mario. Ja, wie gesagt, es gibt keinen Weg mehr zurück. Oh. Ja, wir können nicht mehr zurück. Was soll das, Mann? Ich hau dir gleich einen rein. Was? So. Okay, das sieht nach Final Showdown da oben aus. Ich würde mal sagen, kurz bevor wir da hochgehen, würde ich sagen, machen wir da oben einen Cut. Was? Wieso? Allein, um die Spannung aufzubauen. Okay, wir haben erst 17 Minuten. Ja gut, okay, wir können ja noch, müssen jetzt ein bisschen in die Nähe davon gehen. Hey, come on! Ich würde ja noch eiskalt durchziehen, ja. Oh, ich könnte ja drauf. Come on, Bro! Ich würde sagen, wir machen das jetzt hier noch. Wird schon nicht so lange dauern. Der Bus besteht aus drei Phasen. Wird schon nicht so lange dauern. Gut. Hoffentlich war ich richtig. Ich wollte springen. Okay. Ich könnte auch solche Sprungsachen wie Mario machen. Aber du kannst nicht. Wieso nicht? Ich weiß nicht. Ich kann doch höher springen normalerweise. Normalerweise ja. Boah. Hallöchen. Na? Sieh das an. Ja, ne? Schön, ne? Ja gut, sollen wir? Ja. Machen wir die Platte. Ich meine, ich bin kein Willi. Ja. Wie dreist von dir, dich mir entgegenzusetzen und zu stellen, Luigi. Du hättest lieber flüchten sollen, solange du noch die Chance hattest. Aber du bist lieber geblieben und hast dich bis hier oben durchgekämpft, um mich herauszufordern. Was? Du Narr! Na schön, mit Hilfe von Igits ärgerlichen Erfindungen hast du dir den Weg durchs Hotel gebahnt und überall Geister aufgesaugt.
Schwupps. Was? Nur weil du all die Geister aufgesaugt hast, kannst du es noch lange nicht mit mir aufnehmen. Und diese Sarah Schreck? Sie hat deine Leute einfach entkommen lassen. Es nervt, wenn jemand entwischt, der in ein Bild gebannt war. Sarah Schreck, diese Geister. Nutzlos, allesamt. Ich werde alles selbst ins Reine bringen müssen. Das Maß ist voll. Die Zeit der Gnade ist vorbei, Luigi. Keine Tricks und keine ausgeklügelten Strategien mehr. König Buhu greift jetzt knallhart durch. Ihr werdet allesamt in einem Gemälde landen. Ein schönes Gruppenbild, das ist euer Schicksal. Was? Ihr habt es nicht anders verdient. Das hätten wir gleich. Na los, gesell dich sofort zu den anderen. Mein Gemälde muss vollständig sein. Entschuldige, dass du so lange warten musstest. Bist du bereit? Ja? Nein? Ist es mir ohnehin egal. Der Hund... Der hat einen Hund am Rücken. Du dämlicher Köter, du. Hä? Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Moment! Es sollten noch 7 sein. Wer fehlt? Hä? Hi. Luigi, was machst du denn da drüben? Ah, es reicht, du gehst mir so dermaßen auf den Geist. Du willst also kämpfen? Na schön, dann los, Luigi. Das ist dein Ende, endgültig. Hier kommt König Buhu. Oh, ich verstehe, auf den Geist gehen. Ja. Oh. Okay, Finale gegen König Buhu. Komm, deine Buhu-Kollegen haben mal voll easy erledigt. Aua. Dann kriegen wir dich auch noch. Aber ich meine, er ist immerhin der König. Oh. Würde ich auch mal irgendwann angreifen. Ah. Warte einfach. Ja, viele Massenvernichtungswaffen hast du ja noch. Wieder nehmen. Was? Das gibt's nicht. Wir müssen denn eigentlich die Bomben noch zu ihm schießen. Hat irgendwie nicht so geklappt. Nee, irgendwie nicht. Das hat nicht geklappt, Luigi. Hast du noch einen Plan? Ah. Nein, ich habe keinen anderen Plan. Wir sollten ausweichen. Ich glaube, weil der König ist sauer. Glaube ich zumindest. Das kommen wir mal deinen Morgenstern, ja, was weiß ich, was ist. Es ist eine Stahlkugel, um genau zu sein. Ja, dein Morgenstern, Mann, ist normaler. Hey! Ich bin auch gesprungen, ey. Hast du auch gesehen, ey. Ja. Hey. Schattendoppelgänger. Ich glaube, er ist sauer. Findest du nicht auch? Warum ist das so laut, ey? Mario kann ja auch nicht helfen. Oh Gott. Oh Gott. Dann schlag mal nicht solche Wellen. Oh Gott.
Sei doch nicht so fett, Mann. Oh, ist... Ja, ist klar. Ja, nie. Er holt jetzt seine er holt noch nicht seine coolen Massenvernichtungswaffen raus. Nur seine riesige, boah, glitschige, lange Zunge raus. Boah. Ja. Ich bin auch tot. So nebenbei. Oh, Herzchen, gut. Da war ein Herzchen drin. Ja, ja, ja. Ich wusste ehrlich gesagt noch nicht mal, welcher der richtige ist. Das ist immer so wahr. Schön. Was den kriegt immer noch. Ja. Hast du das gesehen? Ja. Oh. Was macht denn der jetzt? Das ist seine finale Phase. Er will jetzt das ganze Hotel platt machen. Ja. Aber er ist nicht so toll, hör mal auf damit, bitte. Weil jetzt... Haben wir nur 4 Minuten Zeit. Okay. Halt, aber keine Sorge, sollten deine Herzen auf Null fallen, wird der Timer wieder zurückgesetzt. Okay. Jetzt aber, sobald die Zeit abläuft, wird wohl das riesige Bild auf uns einschlagen. Ach, war ja nicht. Er hat sich wirklich lustig gemacht. Bring ihn um! Ja, der kommt doch jetzt schon. Nee. Ah, Hilfe! Ja, ich glaube, ah. Hilfe! Ah. Ich bin auch gestorben. Von einer Explosion zur anderen geflogen. Genau. Wie hilft mir das denn bitte schön auf der Beine, wenn der ein Knochen ist? Frag einfach nicht. Ja, was dann einfach, wenn Zeit wieder resettet wird. Ja, ich bin gegen König Wu tatsächlich 2-mal gestorben. Ja. Und auch gegen Sarah Schreck bin ich auch 2-mal gestorben. Deswegen bin ich nämlich, bevor ich zu King Wu gegangen bin, nochmal zurück zum Labor, um mir noch ein paar Knochen zu holen. Ah! Au! Ja. Aua, der hat mich instant getötet. Boah. Aua, bin schon wieder instant gestorben. Ja, die Zunge ist ja nass, ne? Ich warte. Ja. Mit Blenden aus The Old Republic. Ich will nicht darauf weiter eingehen. Wieso nicht? Knochen. Ja. Ah. Oh Gott. Aua. Halten wir fest, der erste ist der echte. Ja. Ah. Willst du mal Zeit, halt deine super coolen Massenvernichtungswaffen zu holen? Hey. Okay, der was nicht. Der hat keine einzige Dings gegeben, ey. Ah. Und der kam gar keine Bombe raus, da kam ein Spinnen raus. Der wusste genau, was ich nicht mag. Er wusste deine Schwachstelle. Gott, die waren gerade voll an die Fiction. Eine war in den anderen drin, ne? Ja. Ich habe eine Buh-Lampe, was machst du jetzt? Oh nee. Können wir die nicht auch zurückwerfen? Ja! Okay.
Komm, den schnappen wir uns. Und einmal. Und eins. Zwei. Drei. Und rein da. Du kommst ganz fancy rein, Mann. Jawohl. Wir haben ihn. Ah, schön. Ey. Okay. Das war knapp. Oh ja. Ein Chaos. Mhm. Ja, in dem Bild haben wir das Stoppen nicht ganz schön. Ja. Ich glaube, wir haben ein größeres Problem. Bye bye. Rette den Edelstein, alles andere ist unwichtig. Er hat dir das Leben gerettet. Au! Hoho! Hallo! Alles klar. So, jetzt machen wir das Ding hier auf. Ja. Ah, gern geschehen. Und jetzt lass uns nach Hause gehen, die Idioten. Oh, und zwar damit. Ja. Den nehmen wir jetzt mit. Daraus mache ich mir eine Halskette. Warten nicht die ganzen Geister, die wir eingesaugt haben. Ja. Finger, aber da ist meiner. Den kriegt er nicht. Hä? Da haben wir das Good Ending. Was wie Super Mario Maker? Jetzt bauen wir das Ding wieder auf, oder was? Ja. Okay. Wir bauen jetzt das Hotel wieder auf und dann werden wir auch am Ende sehen, was für einen Rang wir bekommen haben. Ich hatte Rang B bekommen. Vielleicht bekommen wir einen besseren Rang. Kriegen wir jetzt Rang S. Ja, genau. Natürlich. Aber dann Hero LP. Was ist so dein Fazit von diesem Spiel? Ja. Weiß ich nicht. War gut. Es war was anderes. Bei einer Skala von 1 bis 10. Hey, wie viele Punkte würdest du diesem Spiel geben? 7. Ja. Es war besser als Crafted World. Weiß ich nicht. Habe ja keinen vorherigen Teil davon gespielt oder so. Weiß ich nicht. Ja, man hätte auch die anderen beiden Luigi's Mansion Teile aufspielen müssen. Wobei ich aber auch wirklich sagen muss, an den ersten Teil kommen, muss ich nämlich kein Luigi's Mansion mehr ran. Nein, ich meine Dark Moon, also Luigi's Mansion 2, war ja auch ganz gut gewesen. Weil es gab da insgesamt 5 Locations, wo man hingehen konnte. Und halt in Luigi's Mansion 1 nur halt diese eine große Villa. So, und hier halt nur dieses Hotel. Aber trotzdem, es war ganz nett. Ja, es war besser als Donkey Kong. Ja. Und du magst den Hund immer noch nicht. Weil er so knuffig ist. Ja, und er knuffig macht nicht wirklich was von Bedeutung. Ja, er hat dir vorhin das Leben gerettet. Ja, ich hätte das schon überlebt. Nein. Ich hab's überlebt. Ich nehme keinen Fallschaden. Was mit den Zeiten, wo du ich nehme keinen Fallschaden.
im Gewächshaus runtergefallen bist, hast du einen oder die Fallschaden bekommen. Ja, guck mal, wie hoch ich da arbeite. Also ich würde mich daran trauen, wenn ich irgendwie Angst vor Fallschaden hätte oder so. Ja. Nein. Doch, oder nicht. Ja, wir gucken uns jetzt noch die Credits an, dann bekommen wir noch am Ende unseren Rang. Nein, dann... ja, das ist dieses Bild. Das ja. Das ist ein berühmtes Bild. Ja, das ist ein berühmtes Bild. Den Arbeitern, die auf so einem so Stahlträger da irgendwie mit der Frage machen. Das ist eine berühmte Bild. Fenster. Essen? Nein, nicht essen. Fenster! Ich will es essen. Ich werde es essen. Ja, wie viele Parts haben wir jetzt dafür gebraucht für das ganze Projekt? 23? Ja. Die Suppe war auch gar nicht so lang. Okay. Hey, wir wollen jetzt gleich unseren Rang sehen. Ja. Der war so groß. Ja. Der war so groß. Der Fisch, den habe ich mir nicht gefangen. Der war riesig. Du bist doch gar kein Fisch. Genau. Hey, guck mir an. Ah! Ich habe mir einen Nagel reingehauen in die Hand. Was machst du denn, Mann? Ah. Moment mal, das tut mir doch gar nicht weh. Ich bin aus Glibber. Luigi würde aus Smash Bros. Ja, genau. Und den Polterpinscherer ja, als Helfer-Trophäe. Nein. Doch. Nein. Doch. Genauso wenig wie diesen Einhund von Wally World. Oder Crafted World. Genau. Ja, posen. You shall pose now. Hat der eh auch eine Mütze? Wegen GUI. Heißt der im Englischen GUI-GI. Okay. Sieh sie dir an. Hallöchen. Schon wieder verloren. Das dritte Mal jetzt schon. Eigentlich soll ich entlassen. Sei mal der Hauptbösewicht. In Luigi's Menschenteil ist dieser König Buhu immer der Hauptbösewicht. Weil wir alle kennen ja so zum Beispiel den König Buu aus Mario Kart Double. Der sieht ja ganz anders aus als der hier. Ja. Der hat nur so eine normale Krone. Ja, der hat nur so eine normale Krone und nicht solche dunklen Augen. Wir sind bestimmt verwandt. Ja. Da kommen wir da. Special thanks to Shigeru Miyamoto. Oh, schön. Ja, Shigeru Miyamoto-san. ...2019 Nintendo. Na gut, okay, dann wollen wir uns mal unser Hotel ansehen. Nicht schlecht. Glückwunsch, Rang B. Naja, gut, okay, ich hatte auch ein B. Aber man kann sagen, was man will. Ich finde da, dass dieses Bild eine Aufnahme für die Ewigkeit ist. Okay, dann halt nicht. Ich hätte gedacht, du würdest jetzt auch auf den Aufnahmeknopf drücken und vorwachen. Bye. Bye. Luigi. Ciao, Luigi. Oh, fahr an mich. Ich hasse dich so sehr. Fahr mich an. Nicht, dass ich einschläfern werde. Er ist doch schon tot. Ich spüre das Klo runter. Und das waren meine letzten Worte. Hi, everybody. Ja. Gibt's noch irgendwelche abschließenden Worte von dir? Nö. Ja, gut, okay. Dann würde ich mal sagen, das war Luigi's Mansion 3 im Kormos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder. Ciao, ciao. Ciao.